Ja, wir hatten ja in den 2 Tagen schon verschiedene Annäherungen an dieses Thema. Es war ein Engelberts Vortrag über die Nahtoderfahrung und die Liebe. Also was in Erscheinung tritt, wenn unser Ego sich aus welchen Gründen auch immer ein Stück auflöst. Welches Licht, welche Energie. Das haben wir dann gestern in unserem ersten Symposium. Ausgehend von diesem Gedanken, den Platon in seinem Symposium, diesem Kreis von Philosophen damals, aus verschiedener Perspektive sozusagen ventilieren ließ. Der Eros verbindet das Menschliche mit dem Göttlichen und nur aus dieser Verbindung erwächst alles Schöne im Leib, in der Seele und in der Welt. Und dann hatten wir heute Vormittag diese Runde zur Sapiosexualität. Aber dann noch auch um den näher kam, dass wir das irgendwie auch kennen, auf verschiedene Weise. Mir ist es eine Form von Liebe, Erotik, Energie gibt, in der eine ungewöhnliche Kreation, Co-Kreation, Schöpfungsenergie möglich wird. Und wir wollen heute versuchen, dem vielleicht noch ein bisschen konkreter auf die Spur zu kommen. Nochmal zusammengefasst, so diese 3 Dinge vielleicht, dass es also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so eine Art Urenergie gibt, die da manche Urknall nennen. Und ein Kosmos, der ungeheuer schöpferisch ist, was da so alles hervorbringt, an Milliarden Galaxien und Milliarden Tierarten und Pflanzenarten und immer neue Versuche und neue Spiele. Und dass ein Stück davon wir Menschen auch haben und dass uns das besonders oft so wach wird, möglich scheint, wenn wir stärker in Kontakt kommen zu diesem Energiefeld, wenn wir uns verlieben oder aus irgendeinem anderen Grund im Flow kommen. Und trotzdem gelingt uns das meist nur relativ selten und zufällig, weil wir halt in einer Kultur leben, wie ich gestern damit Gerken zitierte, die das wohlweislich schön auseinandergenommen hat. Oder ist diese größere Qualität von Liebe, das Jenseits, sondern irgendwelche Gebäude, die man Kirchen und Tempel nennt, eingesperrt und oder projiziert. Und ein Stück davon können wir Menschen hin und wieder erfahren, wenn wir es nicht ganz in Kindheitsjahren, in Schuljahren und später sozusagen verdrängt bekommen. Und die Idee könnte aber sein, wie es damals den Griechen in diesen kurzen Blütezeiten von 30 Jahren im alten Athen gelang, mithilfe dieses von Plato so genannten schöpferischen Feuers, dieser Energie, so ungeheuer viele Kulturleistungen hervorzubringen, von denen wir immer noch leben. Die Philosophie, die Kunst, die Demokratie, die Philosophie, die Wissenschaft, die Hetären und was auch immer. Und dass es eigentlich gut wäre, wir wissen ja, wo wir heute leben, in einer Zeit, in der ein bisschen mehr von dieser Kreativität und Schöpfungsenergie gar nicht so schlecht wäre, um so den materiellen Reichtum, den wir so um uns haben, so ein Stück mehr so in einen lebendigen zu verwandeln. Das heißt, es würde Sinn machen, uns damit zu beschäftigen, und das meint jetzt endlich mit dieser Begriff metamoderne Liebe, dass wir diese Meta-Dimension der Liebe, diese ungeheure Schöpfungskraft, die auch, wie das kennt, mit einer tiefen Freude verbunden ist, mit so einer Art, ja, das ist einfach so eine Art Erotik, so wie das kennt. Das ist so, als ob da was mich ergreift, in Fluss kommt, ich mich voller Freude inspiriert, verbunden fühle, dass wir das auch ein Stück bewusster wiederentdecken, vielleicht sogar ein Stück kultivieren, vielleicht auch mal in unseren Schulen oder Universitäten vermitteln, so als so die schönste, stärkste Kraft, die das Schöne in die Welt bringt. Und die Idee war für heute also, uns darüber zu unterhalten, in Anlehnung eben an diese Form, die Platon oder Aspasia wahrscheinlich, hatte ich ja erzählt damals, also, dass Menschen sich darüber oft unterhalten. Und wir fangen es wieder wie gestern an, jetzt in einem kleinen Kreis hier vorn. Ne? Und dann, wenn wir soweit uns unterhalten haben, sind dann, wenn man auch noch einen Stuhl dahin, könnte gerne dann immer einer dazukommen oder zwei und mitreden. Und heute sind jetzt dabei also Hartmut. Hartmut, ja, hat ihm auch schon vieles getan, hat Professor für Ökotoxikologie gespielt und war mit uns und Richard, der immer noch dabei war, warst du auch mit dabei? Genau, Marit, glaube ich, auch. Wir haben also
Cheese for the Netzwerk gegründet, zur Verbindung von Wissenschaft und Ethik. Ich weiß noch, Spiritualität. Jürgen, ja, Jürgen hat mal Psychologie studiert und berät jetzt so Unternehmen oder Führungskräfte von Unternehmen, besonders Führungskräftinnen von Unternehmen, glaube ich. Nicht nur. So ist es ja leider noch nicht, ne? Das war okay, wie sie also ein bisschen, wie auch immer, mit erweitertem Bewusstsein sogar manchmal die Welt gestalten können. Ja, Britta war gestern schon da, haben wir schon vorgestellt, nochmal kurz. Britta, ja, hat irgendwann, was hatte ich gestern erzählt, in 15 Jahren hat sie Lust, viele Fallschirmsprünge zu machen. Also sie war halt mehr aus dem Leben, in dem man so aufwuchs, in größere Welten zu springen und war dann ein bisschen Schauspielerin, war sie immer noch, und ein bisschen Rebellin. Wie gesagt, jetzt quasi aus Deutschland fliegen musste, um gehen in Tessin, was jetzt so schwierig wurde. Und hat uns heute schon Lafler das vorgelesen. Ja, Andreas war auch schon mit dabei bei diesem Netzwerk und spielt ansonsten noch Unternehmensberater, Bewusstseinsforscher, also noch Tänzer. Kommt heute Abend noch. Halb neun. Und Marion, genau, du warst dann jetzt auch mit dabei. Ja, Marion, was hast du studiert? Kulturgeschichte? Geschichte, Germanistik, Volkskunde. Genau. Und sie hat gestern schon, also als du vorkamst, die Story erzählen musst, wie du damals lernst, deine Schönheit zu verbergen, um die anderen Dimensionen in dir wahrgenommen zu bekommen. Und jetzt ist sie ja Unternehmerin, hat so mit ihrem Mann und anderen das Netzwerk so. Sag mal selber kurz. Von Thermenhotels in einer Reha-Klinik. Genau. Die Muttergesellschaft heißt Toskana World. K geschrieben. Weil wir in der Toskana des Ostens sind, nicht in der Toskana C, in Italien. Genau, und sonst hat sie auch nette Bücher gemacht über Orgasmen mit Fotografien und über die Liebe. Und ja, und ich habe euch Bücher mitgebracht, die da hinten liegen, die schenke ich euch. Also ihr könnt einfach Bücher mitnehmen. Links liegen auch die mit dem Orgasmen, glaube ich. Ja, links die Erotik der Frauen. Ach, die Erotik der Frauen. Und rechts ein, die Abhandlung darüber künstlerisch, das ist eine Dreiecksbeziehung zu einem Erfolg für uns. Gut. Und ja, ich habe das schon eingeleitet, Andreas wollte weitermachen und dann noch die Erfahrung. Ja. Ja, ich war gern auch ein bisschen anschließen an eine Zukunftswerkstatt, die wir hier schon vor einigen Jahren gemacht hatten, zum Thema der Energieliebe. Wir haben ja gestern auch mit Bezug auf Erich Fromm einige Facetten der zwischenmenschlichen Liebe auch schon angesprochen. Die Elternliebe, die Liebe zu einem Partner und so weiter. Und der Begriff der Energieliebe wurde eigentlich vor allem von dem Jesuiten und Theologen Théard de Chardin in die Welt gebracht. Und er nennt diese Energieliebe radiale Energie. Also die Energie, die praktisch ins Zentrum der Liebe geht. Und nicht nur beim Menschen, sondern er sieht die auch im Herzen der Atome. Und er hat diese Energieliebe Omega-Pump-Energie genannt. Also innerhalb seiner Theologie, er war ein bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts, sagt er, die Evolution startet bei einem Alpha-Punkt und geht praktisch durch die Evolutions- und Weltgeschichte hin zu einem Omega-Punkt. Und dieser Omega-Punkt nennt er Amorisation, Liebewerdung. Also er sieht praktisch die Evolutionsentwicklung auf Liebe zusteuern, auf diesen höchsten Punkt der Einheit, den er Omega-Punkt nennt. Wir sind natürlich von diesem Endzustand, wie man immer den auch sieht, durch Zeit entfernt, ähnlich wie man von dem Alpha-Zustand, der paradiesische Zustand auch in der christlichen Theologie, durch Zeit entfernt sind. Also zunächst mal, der Begriff der Liebe in diesem umfassenden Sinn, in diesem höchsten Sinn, ist nichts anderes als die Bezeichnung für das Göttliche. Die höchste Energie, die alle anderen Formen mit beinhaltet. Und das Ziel der Evolution ist Amorisation, Liebewerdung, Einheit mit diesem Omega-Punkt. Die Frage ist, wenn wir in der Zeit sind, jetzt heute im 21. Jahrhundert, wie haben wir den Bezugspunkt zum Alpha-Punkt, der auch als das Göttliche bezogen, beschrieben wurde, und zu diesem Omega-Punkt, der noch in irgendeiner Zukunft zeitlich liegt?
Und da kommt vielleicht der zweite Aspekt mit rein, der Aspekt der Metamoderne. Meta heißt drüber hinaus. Also wenn der Begriff Sinn machen soll, dann ist es nicht einfach nur die Fortführung der Postmoderne oder wie einige Gesellschaftstheoretiker zur heutigen Zeit sagen, die Hypermoderne, als eine immer weitere Beschleunigung, sondern etwas, was über dieser Epoche liegt, über der Zeit. Jean Gebser, der hier auch eine wichtige Rolle seit vielen Jahren spielt und das integrale Bewusstsein auch erforscht hat, hat das integrale Bewusstsein definiert als zeitfrei. Zeitfrei, nicht zeitlos, sondern zeitfrei. Das heißt, innerhalb der Zeit einerseits zu sein und trotzdem eine raumzeittranszendente Dimension gegenwärtig zu haben. Eine raumzeittranszendente Dimension. Nur so kann er sagen, der Ursprung, Alpha, ist Gegenwart. Ursprung und Gegenwart, eines seiner Hauptwerke. Also die Herausforderung würde bestehen, in einem Bewusstsein, in einem integralen Bewusstsein, zu einem zeitfreien Schauen zu kommen, das in Resonanz mit dem Alpha-Punkt, mit dem Ursprung, mit einem paradiesischen steht. Und auf der anderen Seite den Omega-Punkt, der in der Zukunft liegt, aber für ein zeitfreies Bewusstsein potenziell schon vorhanden ist, auch schon jetzt hier zu spüren. Die Theologie hat es bezeichnet als präsentische Eschatologie. Also Eschaton, das Letzte in gewisser Hinsicht, was in einer Zukunft liegt. Aber dadurch, dass die Zukunft nicht einfach nur linear irgendwo in der Zukunft liegt, sondern auch Gegenwart ist, nämlich im Herzen der Dinge, Omega liegt nicht nur in einer projizierten Zukunft, sondern im Herzen der Dinge. Ist es möglich, mit diesem Omega-Punkt, mit diesem höchsten Göttlichen, mit dieser Form der Liebe in eine lebendige Resonanz zu kommen? Ich möchte vielleicht was sagen, weil ich mich damit auch beschäftige, was die Metamoderne ist, weil ich das ja auch nicht wusste. Ich habe das dann gelesen in Vorbereitung. Und du kannst mich dann korrigieren, Mike. Ja, bitte. Also, weil ich ja noch gar nicht so viel gelesen habe. Das ist die Nachfolgeformation der Postmoderne. Und dann bei der Postmoderne war ich immer ganz froh, dass ich das leicht und locker sagen konnte. Einfach alles sein darf, wie es ist. Und alles wird akzeptiert. Außer es ist gegen die Gesetzlichkeit, ist die Metamoderne ein Zustand, wo man gezielt danach strebt, Gegensätze miteinander in Verbindung zu bringen. Ich würde mal sagen, am besten mindestens mal in Dialog, aber du beschreibst es ja auch so, dass da so eine oszillierende Dialogform, eine über die Gegensätze hinausgehende Dialogform vielleicht erschaffen wird, damit dieser Austausch von Gegensätzen möglich ist. Und als ich das gelesen habe, ist erst kürzlich gewesen, weil ich mich vorbereitet habe, fand ich das so faszinierend, weil ja genau das den Nagel auf den Kopf trifft von dem, wo wir uns jetzt befinden. Wir sind ja in Cancel Culture, wir sind bei einer Regierung, die uns vorschreibt, was wir zu denken und zu sagen haben und die uns gar nicht mehr dazu ermuntert, Kritik zu üben. Aber bei jedem Dialog wird es so sein, dass auch kritische Punkte erwähnt werden oder irgendetwas einen verletzen kann oder so. Und somit ist der Dialog momentan relativ schwierig zu machen. Wenn aber eine Philosophie daherkommt und sagt, wir sollten doch in der nächsten Phase unserer Menschheitsentwicklung wieder in den Dialog kommen oder neue Formen des Dialogs finden, finde ich das sehr gut. Und möchte ich nur abschließend noch sagen, dass ich dieselbe Idee ja woanders schon gefunden habe, nämlich bei der Transculturality, bei der transkulturellen Herangehensweise, wo es ja schon mehrere Lehrstühle gibt, philosophische wie auch musikpädagogische, musikwissenschaftliche, wo es gerade in der Musik eben so wichtig ist, dass man nicht sagt, ich habe die einzige richtige Musik und ihr macht ja nur eine primitive Musik, sondern dass man einen Weg findet, wie man sich begegnet auf einer übergeordneten Ebene, ohne dass man gegenseitig Vorurteile hat. Ja, und deshalb denke ich, ist das ein schöner Auftakt jetzt hier unserer Veranstaltung zu diesem mutigen Projekt, dass der Mike jetzt fort auch ein Buch dazu zu machen und im Grunde genommen den Dialog in Deutschland das zu eröffnen, der ja in anderen Ländern schon begonnen hat. Also ich würde da gerne anknüpfen, was ihr beide gesagt habt. Also Andreas, du hast dich ja bezogen auf Herrn Jean-Pierre Chardin, der ja auch die Amorisierung in der Evolution sieht, also dass wir wirklich alle Liebe werden.
Und das hat ja auch viel damit zu tun, dass wir diesen Alpha-Omega-Punkt in uns spüren, und zwar jetzt schon. Ich glaube, das ist eben einfach das, worauf ich mich fokussieren möchte, dass es möglich ist, es jetzt bereits zu erfahren. Und das ist, ich habe ja gerade diese Meditation angeleitet, diese Herzmeditation, die uns eben in den Punkt hineinführt, der uns auch verbindet und verbindet mit diesem göttlichen evolutionären Sprung. Und ich glaube auch, dass diese Widersprüche, so wie du das jetzt benannt hast, die ja gehalten werden wollen, in was wollen sie denn gehalten werden? Ich kann einen Widerspruch nur halten, das ja oder nein, wenn ich einen Bezugspunkt in mir habe, der Meta ist oder der es halten kann als freiheitlicher Raum. Und ich glaube, wir sind heute in der Lage, diese Art des Bewusstseins in uns zu erfahren und es auch in uns so weit zu halten. Das kann jeder einzelne Mensch im Raum kann das und kennt das. In diesem Raum zu sein, den in sich zu tragen, den zu erweitern und von dort aus zu agieren, zu sprechen und auch Projekte in die Welt zu bringen. Und das ist ja das, was wir uns eigentlich alle ersehnen heutzutage. In dieser Zeit, in dieser Welt, wo alles kaputt zu gehen scheint, wo alles sich aufzulösen scheint, wollen wir doch die Pflänzlein pflanzen, die das Neue in die Welt bringt, die eben mehr Verbindung bringt, mehr aus der Liebe heraus kreiert. Ja, und diese Veranstaltung ist ja eine der Ideen dazu. Das gleiche dazu. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht und ich weiß, dass die metamoderne Liebe schon existiert, nicht in jedem, aber es gibt sie. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie können wir sie lernen? Und du hast uns auch Gedanken, Anregungen geschickt und hast den Begriff Schulen der Liebe aufgeführt. Und das war für mich der Ausgangspunkt zu überlegen, das ist ganz interessant, weil in den tatsächlichen Bildungseinrichtungen, in den Schulen, wird ja die Liebe, vor allem die Selbstliebe, das ist ja für mich das Allerwichtigste, die Beziehung zu uns selbst, nicht gelehrt, oder liege ich da falsch? Es wird ja grundsätzlich die Beziehung zum Außen immer gespiegelt und gelehrt. Also, das ist für mich ganz entscheidend, da die Selbstakzeptanz wieder zu verstärken, die Selbstliebe, weil nur aus der Liebe, die du im Inneren fühlst, kannst du im Außen nicht nur das Schöne wahrnehmen und die Liebe, sondern du kannst sie auch weitergeben. Du bist fähig dazu, etwas Bleibendes, Ewiges zu kreieren. Und da müssen wir hinkommen, das finde ich wichtig. Aber wie können wir diese Schulen der Liebe physisch errichten? Wie ist das denn möglich? Hast du da eine Ahnung? Ja, ich glaube, wir sind in einer außergewöhnlichen Zeit. Zum Beispiel, als du vorhin die Meditation geleitet hast, kam mir sofort die Schönheit in die Erinnerung, als ich Jugendlicher war im Wald, ein Kitz im Laub sah, das war so schön. Und ich liebte diese Situation, ich habe sie heute noch in Erinnerung. Dieses ist etwas, was wir wachrufen können, wenn wir heute der modernen Entwicklung, wie ja Mike das auch angestoßen hat, folgen. Es ist natürlich die konkrete Kreation einer Liebesschule, wie sie eigentlich auch Sigmund Freud schon gefordert hat, im Alter von 40 müsste jeder nochmal zur Schule gehen, um die Liebe zu lernen. Dann ist er nämlich erst richtig, also ausgewachsener Mensch. Und in dem Moment wäre eine zweite Lernphase, glaube ich, wie wir es jetzt sozusagen initiieren, der wichtige nächste Punkt. Und das müsste sozusagen systematisiert werden. Thomas Nagel, den wir vielleicht kennen, der hat ja kürzlich dieses Buch geschrieben, Mind und Kosmos, sieht darin ja schon eine
Entwicklung, die sozusagen fast spontan abläuft, aber ganz ohne unsere Mithilfe wird es nicht gehen. Und deswegen denke ich, ja, es ist wert, das noch einmal nachzufühlen, dieses Platonische Symposium auf der Metaebene, wie es jetzt stattfindet. Oder wie es in unserer stümperhaften, teilweise, ich jedenfalls, weil ich beziehe das auf mich, stümperhaften Weise versuchen. Was natürlich auch manchmal mit Failure endet, aber es ist trotzdem, man soll nicht aufgeben. Also das ist meine Motivation, hier daran teilzunehmen, weil das ja ein unbedingter Erfordernis ist und auch unsere Kraft benötigt, die allerdings nicht diese würgende Kraft sein darf, sondern es muss die gelassene Kraft sein. Freie Kraft, die Freiheit, freiheitlich entspannte Kraft. Und das zu lernen, dieses Spannungsverhältnis zwischen den beiden Extremen, das ist ja gerade das Dilemma, nicht? Das schafft man nicht. Meistens Liebe zum Beispiel. Wenn man einen Menschen liebt, ja, das ist eine tolle Sache, aber auch gleichzeitig gibt es die Gefahr, dass man einer Unfreiheit ausgesetzt wird, dass man vereinnahmt wird, das ist durchaus der Fall. Das heißt, die Balance zwischen dem einen und dem anderen zu finden, das ist schon erforderlich und erfordert ein gewisses Training, glaube ich, im Alter von unserer Generation. So. Ich möchte nochmal an diese Liebesschule anknüpfen. Ja. Der Not geboren habe ich damit schon mal begonnen. Wir hatten nämlich eine leerstehende Reha-Klinik, 96 nach der Gesundheitsreform. Ich musste nachdenken, was machen wir jetzt mit der? Und dann haben wir glücklicherweise schon ein Thermenprojekt, haben dann eine Therme gebaut. Aber in der Zwischenzeit habe ich die versucht zu füllen mit eben Wellness-Angeboten, komplementärmedizinischen Angeboten. Und musste da auch lernen, dass ich dann irgendwie Geld damit verdienen soll. Das ist auch nicht so einfach. Das war da auch noch gar nicht üblich. Aber was mich inspiriert hat, war dieses Liquid Sound, dass wir in unserem Wasser Musik spielen. Denn inzwischen drei Thermen, die wir betreiben, kannst du Musik unter Wasser und dabei schweben im Salzwasser. Und das begannen wir schon 93 in der Reha-Klinik und die Leute kamen dann raus und haben so gestrahlt und haben uns Geschenke gemacht, haben gemalt und Gedichte geschrieben und alles, dass wir dann so beeindruckt waren von diesem Produkt, dass das erste Mal in meinem Leben nur Positives bewirkt hat, dass wir das in die Welt bringen wollten. Und das hat mich halt auch getragen. Und dann haben wir das mit der Therme zusammen noch viel besser machen können. Und bis 2012 haben wir wirklich tolle Sachen gemacht. Aber du hast dann gespürt, wie das Geld weg war. Die Menschen sind immer noch zu den Seminaren gekommen, die wir angeboten haben. Also damals war ja Yoga und Shiatsu und all sowas, noch nicht so bekannt wie jetzt. Wir hatten wirklich auch die Möglichkeit, Menschen damit Geld zu geben, also den Anbietern, den Seminarleitern. Aber dann blieben die Zahlen aus. Und du hast halt gemerkt, wie die Wirtschaftskrise oder die wirtschaftliche Entwicklung den Menschen schon Geld aus der Tasche gezogen hat. Und es ging einfach nicht mehr weiter, es war nicht erfolgreich genug und dann mussten wir es wieder einstellen. Aber diese Schule, die damals gewesen ist, die ich halt selbst durchlaufen habe, in der Kommunikation mit den Heilern, ich nenne sie mal so, die ist natürlich noch da. Und die Heiler sind auch noch da. Wir müssen halt nachdenken, wie wir das neu machen können. Damals war unser Motto Glück und Gesundheit. Das ist immer noch unser Firmenmotto, Toscana World, Glück und Gesundheit, dann auch mit Sound. Das war ein komplettes Paket. Und man kann es zumindest in seiner Basisform immer noch erleben. Aber die ganzen Angebote, die es noch gab, die gibt es halt heute alle nicht mehr, weil die Kraft nicht mehr da war, also die wirtschaftliche Kraft, das erfolgreich zu machen. Die Frage ist ja auch, was soll denn eigentlich gelernt und gelehrt werden? Also wenn wir jetzt hier von einer Schule der Liebe sprechen, dann ist ja die Frage, was wird denn dann das Ergebnis sein? Was wird es denn, was ist die Qualität, die wir dort lernen? Und für mich ist es wirklich zentral, wenn ich jetzt also den Zustand der Welt betrachte und auch unsere Unwissenheit in dieser Komplexität, in dieser Vieldeutigkeit, wir haben einfach nicht die Möglichkeit zu sagen, so ist die Welt heute, einen Bezugspunkt zu finden, den zu nähren und zu entwickeln, der irgendwie auch verallgemeinerbar
ist, dadurch, dass Menschen sozusagen sich darauf beziehen können, was sie fühlen. Und dieses Fühlen der Bewusstheit und der Liebe könnte solch ein Punkt sein. Und das ist es, was wir tatsächlich entwickeln können, auch zum Beispiel im gemeinsamen Sein, im gemeinsamen Hinspüren, was ist es denn, und indem wir uns spiegeln und korrigieren. Und das wäre doch eine Kultur, die es wäre, wirklich zu fördern. Ja, was willst du lernen? Ja, was? Was ich da lernen will? Ja. Ja, ich will zum Beispiel lernen, in diesem Zustand tiefer und länger zu sein. Mhm. Und vor allen Dingen auch, wenn wir jetzt mal zum Beispiel, wenn wir über Liebe sprechen, dann sprechen wir ja auch über Beziehungen. Und da geht es ja, sind wir früher einfach mehr so in Rollenmodellen unterwegs gewesen. Und es gibt so eine Entwicklung von Rollmates zu Soulmates zu Wholemates. Und das ist eine ganz schöne Entwicklung, die wir betrachten können, dass wir eigentlich aus den Rollenmodellen, die wir früher hatten, ausgestiegen sind und schon Soulmates waren, uns gegenseitig komplettiert haben, gelernt haben zu wachsen miteinander. Aber Wholemates, das ist nochmal eine andere Form der Beziehung, wo wir einander nicht mehr so brauchen, sondern schon ganz geworden sind in uns, ganz mit der Liebe, die wir in uns erkannt haben, zu der wir immer wieder Kontakt aufnehmen. Da sind wir ganz und brauchen die anderen nicht mehr, um glücklich zu sein, sondern wir sind schon erfüllt. Und das, was ich eben sehe, ist, dass viele Menschen diese Art der Erfüllung in sich überhaupt noch nicht haben. Und das gilt es zu entwickeln, diesen Zustand das zu öffnen, diesen Kontakt herzustellen, sodass Menschen sich einfach kompletter und ganzer fühlen. Nicht mehr so viel brauchen im Außen, sondern sich selbst schon genug sind. Das finde ich gut. Die totale Liebe. Totale Liebe, innen und außen. Ja, ich meine, die Liebe, die so weit geht, dass man den anderen nicht besitzen will, ja, sondern ihn sozusagen fördern bis zum Letzten. Mhm. Das heißt, diesen Sprung natürlich zu schaffen, das können wir nur, wenn wir unsere transzendenten Fähigkeiten entwickeln. Denn die sind ja verloren. In der Religionsfassung von der Transzendenz, wie wir es bisher hatten, ist das natürlich sehr ideologisch festgefügt. Und ich denke, wir müssen eine Art, ich nenne es immer Religiosität, entwickeln, die das Transzendente zugänglich macht. Und das ist ja, was jetzt schon passiert, nicht? Die Menschen immer mehr erkennen tatsächlich, dass das nicht ein irgendwie christlicher oder muslimischer oder sonstiger Gott ist, sondern dass das etwas Konkretes ist, was aber eine Form hat, die wir noch nicht so erfassen können. Ich glaube, da liegt das Problem. Wir können es noch nicht so recht erfassen. Lass mich ein Beispiel aus meinem Leben bringen. Vor einigen Jahren, vor ungefähr 20 Jahren, begann sich mein Leben in so einer langsamen Spirale nach unten zu bewegen. Und ich habe diesen Sog gespürt, nicht, dass es mir im Außen nicht gut ging, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte diverse Abhängigkeiten. Ich habe angehäuft, weil ich in mir ein Loch hatte. Ich hatte ein Loch in mir. Was ganz wichtig ist, dass wir da erstmal heilen, aufräumen. Das ist harte Arbeit. Ich habe dann wirklich über Jahre die Kunst befreit zu leben gemacht, und das ist mit vielen Tränen verbunden, weil das sind Verletzungen, die so weit zurückreichen. Das ist unglaublich. Auf jeden Fall, der größte Gewinn war, dass ich wieder gelernt habe zu fühlen, und das ist was die meisten Menschen nicht tun, weil sie zu viel denken. Und da hat mir auch der Herr Trolle geholfen. So einen schönen kleinen Vortrag. Er hat gesagt, ich will auch viel weniger denken. Ich will 70% weniger denken. Und ja, da habe ich kapiert, oh, das ist eine Menge. Ja, ja. Also einfach immer, ich coache auch, ich arbeite als Coach. Also meine Leute, dann sage ich, das ist alles Gedankenmüll. Hör auf damit. Weiter, mach weiter. Das ist mein Wort. Weitermachen. Mhm. Wenn ich mich selbst dabei ertappe, ich denke zu viel und ich immer wieder in die gleiche. Ja. Und weiter geht's, weiter. Ja. So, dass du im Moment bleibst und vor allem dieses Fühlen. Da habe ich richtige Fühlübungen machen müssen. Feels. Dass ich zum Beispiel dich
ich nehme dich wahr, aber ich kann dich, ich kann in dich reingehen, ich kann dich aufnehmen, ich kann dich fühlen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, was meine Augen sehen, sondern ich gehe mit einem Ausatmen da rein, fühle dich und dann kann ich wieder rausgehen. Das kann ich mit belebten und unbelebten Objekten machen. Das war das Wunderbarste, was ich gelernt habe, weil du hörst auf zu denken, zu bewerten, zu labeln, alles. Wenn ich manchmal denke, ach, das ist ja ein hässliches Haus, komm, gehe ich sofort, das ist ein Haus. Nein, das ist ein Energieverlust, was soll das? Ich denke, dass sowas, diese Heilarbeit in dir selbst, dass uns das so weit bringt, dass du einfach aufhörst, in diesen Mangel zu gehen und wirklich in der Fülle bleibst. Einfach im Moment bei dir und machst das, was dran ist. Und das ist ein Schritt in diese Fülle gegenüber, in die Metamoderne, wo wir uns das Beste aus den verschiedenen Kochen nehmen dürfen, hineingehen dürfen, leben dürfen. Wo wir uns dafür öffnen dürfen, weil der Inhalt ist ja eigentlich da. Das ist ja nur, was uns daran hindert, sind verschiedene Spielarten unserer Egos, die uns davon abschneiden. Und insofern ist ja eigentlich eine spannende Frage. Ja, auch weil das Thema Schule kam, wir sind uns ja, glaube ich, einig. Das heißt ja, als Schule kennt auch das für mich. Aber das kann man nicht nur im Klassenzimmer oder wo immer. Das ist ja eine bildende Erfahrung, die man irgendwo machen darf. Und die Wege dafür, das muss man, glaube ich, auch sind sehr vielfältig sein. Man kann sich verlieben über LSD, über viel Training, das ist ja eigentlich egal, welche Methode man nimmt. Und halt unser, du hast erst von dem fehlenden Kontakt, was die Kinder nicht lernen, zu sich gesprochen. Aber die Kunst ist ja, glaube ich, das genau zu unterscheiden, dass es eben ein Ich gibt, was leider auch in vielen spirituellen Szenen einfach nur getriggert wird. Das ist halt ein großes Ego-Ich, aber es ist ja nicht das, was wir meinen. Und deshalb finde ich auch dieses Wort Liebe eigentlich so gut, dass es eigentlich es schwieriger macht, alte Trips nur als eine Vergrößerung des Egos zu betrachten. Weil man kommt auch nicht umhin, oder es ist zumindest schwieriger, wenn ich mit dem Begriff Liebe arbeite, quasi nur so ein Spiritual Bypassing oder Ego-Aufplauschen und Guru welcher Art zu spielen, zu machen, weil dann passt nicht so ganz, wenn ich das dann auch Liebe lebe. Deshalb finde ich es immer gut, schon mit diesem Begriff zu arbeiten, obwohl das ist auch nur einer. Ich kann das erweitertes Bewusstsein oder Freiheit und was immer nennen. Aber der gibt uns eben genau das, was du jetzt beschrieben hast. Irgendwo bleibt ein Restbewusstsein. Es geht nicht darum, mich unendlich auszudehnen, sondern eben, was Engelbert so schon sagte, irgendwie klar zu bekommen, es ist immer schon alles in mir, ich bin immer schon in allem. Und die Kunst ist eher, wie du sagtest, diesen wundervollen Zustand, wo er eben dann zu kultivieren will, dann auch so wunderbare Dinge geschehen, dass also dann in mir sich diese Schöpferkraft gelegentlich niederlässt, die diesen ganzen Kosmos hervorbringt und mich auch befähigt. Das ist ein Bewusstseinstraining. Das ist ein Training.